Let's go! Der Ironman. Ja, wenn man als Sportler auf den Ironman schaut, da ist man schon sehr ehrfürchtig. Das ist ja ein Triathlon mit sehr langen Distanzen. Quasi mit die größte Herausforderung, die es, glaube ich, so im Sportlichen gibt. Ich will gar nicht wissen, wie Nicht-Sportler darüber denken. Ich glaube, es ist eines der schwersten Sportdisziplinen, die man sich so vorstellen kann. Die längsten Strecken. 17 Stunden dauert Sport treibt und dann auch noch diese Aufregung durch den Wettkampf. Eines der härtesten Events der Welt. Der Ironman ist für mich, glaube ich, die schwerste Challenge, die ich jemals gemacht habe im Leben. Das sind einfach drei Disziplinen, die ich gar nicht so krass verfolge, sondern die einfach komplett neu für mich sind. Ja, Alex ist ja ein Mensch, der sich gerne selbst challenged und auch andere gerne challenged. Er war so derjenige, der uns immer dazu gebracht hat, irgendwelche komischen Challenges zu machen, ob es 1000 Burpees waren, ob es ein Halbmarathon mit einer 15 Kilo Gewichtsweste war. Er ist halt ein Typ Mensch, der einfach macht. Das ist es ihm, glaube ich, gar nicht so oft bewusst, wie groß der Impact auf das nähere Umfeld ist, abseits von dem ganzen Instagram. Und ja, und irgendwann ist er dann morgens aufgestanden und hat dann gesagt, ja, weißt du was, ich mache Ironman. Dann dachte ich erst, boah, nee, das kannst du jetzt nicht einfach so machen. Mach doch erstmal irgendwie ein Triathlon oder lern erstmal schwimmen oder Fahrrad fahren. Also, nee, ich mach gleich einen Ironman. Und ja, das hat er sich so tief in den Kopf gesetzt, dass er es jetzt wirklich am Ende durchgezogen hat. Und das ist die perfekte Challenge, einfach auf diese lange Distanz, um den Leuten zu beweisen, dass viel, viel mehr möglich ist, als man eigentlich denkt. Als ich die Challenge, den Ironman, im Kopf hatte, habe ich niemals gedacht, dass es so anstrengend und so intensiv ist. Ich habe gedacht, es ist wie ein bisschen mehr als ein Marathon. Ja, im Rahmen der Vorbereitung zum Ironman habe ich Alex natürlich das eine oder andere Mal miterleben dürfen. Ich bin bei der einen oder anderen Trainingszeit dabei und gehe quasi einen Teil des Leidenswegs, natürlich nicht im Ansatz auf dem Niveau, auf dem Alex ist. Allerdings habe ich spätestens beim Hyrux gemerkt, was es bedeutet, nahezu 14 Mal die Woche zu trainieren oder sogar mehr. Da musst du ganz anders im Kopf sein. Du kannst dich so gut wie nur möglich darauf vorbereiten. Im Kopf, den musst du da beim Training auch schon ausschalten, weil du an Grenzen kommst, wo du normalerweise beim Krafttraining gar nicht hinkommst. Das hat sich dann spätestens dann bei den hochintensiven Belastungen im Hyrux selber gezeigt, dass hier und da der Ironman oder die Vorbereitung auf den Ironman sich sehr stark auf das aktuelle Aktivitätsniveau von Alex auswirken. Insofern gab es da die ein oder andere Situation, wo ich dachte, hey, so kenne ich den Alex gar nicht. Und da habe ich gemerkt, ey, die Vorbereitung zehrt ziemlich krass an Alex und an seiner Leistungsfähigkeit. Ich hatte tatsächlich einen einzigen Moment bisher, wo ich nicht gedacht habe, ob ich aus dem Loch wieder rauskomme. Das war vor ungefähr einem Monat, also das heißt ungefähr fast die Hälfte, weil ich mit dem Schwimmen einfach nicht rangekommen bin. Keiner hat von uns als normaler Mensch, sage ich jetzt mal, das richtige Schwimmen beigebracht bekommen. Und ich glaube, da lag auch so die größte Herausforderung darin, dass man sagt, okay, man muss sich das halt komplett aneignen, da es dann halt doch sehr viel Technik beinhaltet. Ich habe es nicht geschafft, 500 Meter am Stück zu kraulen. Und beim Ironman sind es 3,8. Ich konnte mir nicht bis zu dem Tag vorstellen, wie soll ich es schaffen, in 3 Monaten so fit zu sein, dass ich 3,8 Kilometer am Stück schwimmen kann. Wir waren ja beide an Corona erkrankt. Er hatte zwar keinen langen oder schweren Verlauf, aber er hat einfach ein bisschen mehr pausieren müssen und wurde im Training, vor allem im Schwimmen, ein bisschen nach hinten geworfen, weil er sich insgesamt auch nicht so viel Zeit für die Vorbereitung genommen hat und auch ein bisschen gestruggelt hat, was das Schwimmen angeht. Und danach lief es irgendwie nicht so rund und das hat ihn dann wirklich runtergezogen. Auf geht's zum Doktor.
zur Spiroergometrie. Und da wird mal geschaut, wie fit ich jetzt wieder bin. Also wir starten jetzt bei 75 Watt, aber gehen in 25 Watt Schritten hoch. Und damit du immer zwischendurch immer noch 3 Minuten natürlich noch mehr hast. Okay. Ja. Wie viel habe ich gemacht? 575 Watt? Ja. Ich habe meine Gamepace jetzt. Ich weiß, wie viel Watt ich treten darf, damit ich nicht überpace. Und eine Ausbelastung konnten wir nicht hinbekommen, weil so viel hat das System nicht hergegeben. Ich fühle mich sehr, sehr gut. Also ist noch in Ordnung gewesen von der Belastung her. Und ich denke, jetzt können wir starten und die letzten Wochen nochmal angreifen. Pensum, was du sowieso noch machst, on top immer noch mehr und mehr zu machen und dich auch nicht stressen zu lassen, weil du hast eine bestimmte Zeit für den Ironman, bis du dann vorbereitet sein musst. Alex ist ein Mensch, der würde niemals irgendwie aufgeben, bevor er sein Ziel erreicht hat, auch wenn es irgendwie hart kommt, auch wenn er Rückschläge erleidet und wenn er auch mal vielleicht dran denkt, warum mache ich das Ganze hier? Er wird niemals aufgeben und egal wie hart es sein wird, er wird sich immer durchkämpfen und ans Ziel kommen. I can push it over the pain. The pain exists for only 1 minute. And then, when I'm over this point, I feel nothing. Nothing. Ganz oft möchte man aufgeben, man kann nicht weitermachen, aber das ist das Wichtigste für mich, einfach zu zeigen, dass es doch geht. Und egal wie schwierig die Voraussetzung ist, egal wie schwierig es ist, das Ganze umzusetzen, dass man trotzdem weitermachen muss. Und das hatte ich gerade in diesen Phasen, wo es richtig schlimm war, dann immer wieder hochgeholt und gesagt, nein, du darfst jetzt nicht aufgeben, du darfst jetzt auch nicht abbrechen, weil es schauen ganz, ganz viele Leute zu und die erwarten von mir, dass ich das schaffe. Weil wenn die denken, dass ich es nicht schaffe, wie sollen die dann irgendwelche Sachen schaffen? Und das ist für mich immer noch die größte Motivation, da weiterzumachen und das Ding durchzuziehen. Hi Leute, wir sind gerade in Hamburg angekommen. Jetzt gibt es noch was zu essen. Danach wird sich registriert. Ich bekomme alle meine Unterlagen. Dann gibt es noch ein Pre-Rave-Briefing. Und danach mache ich mich ready. Morgen nochmal der letzte Tag. Alle genießen und dann Sonntag Gas geben. Wir haben die Registrierung hinter uns. Jetzt kann es losgehen. Wo jeder Zuschauer eingeladen. Do you want to say anything? Nein, einfach fertig machen.